Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde jüdischer Chormusik, ganz herzlich willkommen zur Eröffnung des 10. Louis Lewandowski Festivals hier in Potsdam. Es ist ein gutes Zeichen, gerade in dieser Zeit, dass eine Absage der Konzertreihe nicht in Frage kam. Das freut mich und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Auch wenn das Festival dieses Jahr nur in sehr reduzierter Form stattfinden kann, es stellt den Reichtum jüdischer Musik wunderbar dar. Und über den Streamingdienst können Festivalfans weltweit über die Region hinaus an dieser ganz besonderen Musikkultur teilhaben. Das diesjährige Louis Lewandowski Festival setzt aber auch in andere Richtung ein tönendes Zeichen. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland. Es ist für Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Ich bin bestürzt über einen bedrohlichen und gefährlichen Antisemitismus hier in unserem Land. Jahrzehnte nach der Shoah mit Millionen ermordeter Juden. Es ist weiterhin und mehr denn je unser Auftrag und unsere bleibende Verpflichtung, gegen Antisemitismus und Rassismus vorzugehen. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Konzerte im Rahmen des 10. Louis Lewandowski Festivals. Haben Sie viel Freude und trotz aller Beschwerlichkeiten in diesem Jahr Ihnen allen besinnliche Weihnachtstage und vor allem bleiben Sie gesund.